Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, gut. Wir sind immer noch hier unten bei dem uralten Tempel, nachdem wir es endlich hier durchgeschafft haben. Und wir haben das Zepterstück erhalten. Ja, Teil des Dimensionsreisers. Das ist eine Hälfte des Zepters, das auch als Dimensionsreise bekannt ist. Das bildlose Auge setzt seine ganze Macht ein, um dieses Zepter in seine Gewalt zu bekommen. Jo. Tja, ein augenloser Betrachter kann auch ein ernster Feind sein. Und diese Pseudobetrachter hier, die waren auch nicht gerade harmlos. Vor allem, weil die hier an dem Engpass auf uns gelauert hatten. Da mussten wir ein bisschen in die Trickkiste greifen. Sie zu uns locken und so weiter. Ohne dabei Schatten anzulocken oder ähnliches Viehzeug. Sind alle da? Ja, sind alle da. Gut. Was ist das für eine Schriftrolle? Habe ich die übersehen? Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ein Identifizierenzauber. Hm, warum nicht? Zepter der Auferstehung. Zepter der Auferstehung. Mit Hilfe des Zepters kann ein Kleriker die Toten wieder erwecken. Ganz so, als hätte er eine genügend hohe Stufe, um den Zauber Auferstehung einzusetzen. Da sie die Magie aus dem Zepter stammt, muss sich der Kleriker nicht ausruhen. Jede Anwendung verbraucht eine Ladung. Ja, wie viele Ladungen hast du denn? Ich helfe, wo immer ich kann. 10. Oh, das ist gar nicht mal so unnütz. Oh, und wir können noch mehr identifizieren, hä? Streithafe. Kann dreimal täglich alle Wesen in Hörweite verwirren, denen ein Rettungswurf gegen Zauber misslingt. Kann nur vom Baden verwendet werden, auch gut. Halskette der Gestaltwahrung. Besondere Fähigkeit der Trigger hat plus 5 auf Rettungswürfe gegen Verwandlung. Hm. Gut. Plattenpanzer, der Feldharnisch interessiert mich noch. Ist nur ein Feldharnisch plus 1. Okay. Und damit wäre auch die Schriftrolle aufgebraucht. Und wir haben weniger Zeug, das wir identifizieren müssen. Ach, praktisch. Das heißt, wir können wieder hier hoch. Was immer ihr wünscht. Können das hier wahrscheinlich immer noch nicht öffnen? Nein. Was braucht ihr? Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Hm. Und wer könnte den Mechanismus nicht aktivieren? Ja. So, der Sarkophag ist noch geschlossen. Seid ihr das? Ihr seid erfolgreich zurückgekehrt? Ja, ich habe die Hälfte des Zepters bei mir. Ausgezeichnet, meine Fürstin. Ganz wunderbar. Da werde ich euch erzählen, wie wir die zweite Hälfte auftreiben können. Das blicklose Auge ist in einer großen Gruppe inmitten des kultistischen Lagers. Ihr könnt nicht über die Treppe in die Grube, die Diener des Betrachters würden euch erschlagen. Aber ihr müsst in diese Grube. Es gibt dort eine Nische, in der Betrachter seine Schätze aufbewahrt, auch das Zepter. Es gibt sicher einen Weg bis zu dieser Nische. Einer unserer Freunde ist immer noch beim Kult. Ihr müsst ihn finden und den Satz sagen, das Auge ist blind. Dann wird er wissen, wer ihr seid und kann euch helfen. Ihr findet ihn in der Grube der Ungläubigen, beeilt euch, meine Fürstin. Der Betrachter hypnotisiert und ermordet weiterhin die Unschuldigen, auch jetzt. Ich werde sofort gehen und diesen Mann aufsuchen. Die Götter seien gepriesen. Ich wünsche euch alles Gute, meine Fürstin. Denkt dran, sprecht nicht mit Gall. Falls er spürt, dass ihr die Hälfte des Zepters habt, wird der Plan scheitern. Sprecht nur mit Tat. Okay. Neuer Eintrag. Jetzt, da ich mit der ersten Hälfte des Zepters zurückgekehrt bin, hat mir Sasa eine Möglichkeit enthüllt, wie ich dem Betrachter die zweite Hälfte entwenden kann. Der Betrachter lebt in einer großen Grube im Tempel des Kults.
die man allerdings nicht direkt betreten kann. Ich soll einen Freund Sasas finden, der sich in der Nähe der Grube der Ungläubigen aufhält. Mit seiner Hilfe soll ich durch einen geheimen Eingang in die Grube gelangen. Dort befindet sich eine Nische, der Betrachter seine Schätze aufbewahrt. Darunter auch die andere Hälfte des Zepters. Ich warte, natürlich. Oh, hier oben sind ja noch Leute. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Was habt ihr denn zu sagen? Ich bin Zals, ich habe Sasa dabei geholfen, das Zepter unten zu erforschen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen für eure Hilfe. Unser Dank habt ihr. Wir konnten ohne unsere Augen nur so wenig gegen die Betrachter ausrichten. Klanke dem möge über euch wachen. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Leichtfüßig und so. So, gibt's hier Fallen? Nö. Was passiert, wenn ich hier plündere? Ich meine, sehen tun die beiden ja nichts. Resistenz senken. Und irgendwelche Bolzen, die uns nicht wirklich was bringen. Und das bisschen Geld, das werde ich irgendwelchen blinden Trotteln nicht gerade abnehmen. Und ja, ich nenne sie Trottel, weil... sie halt wirklich auf diesen blöden Gal gehört haben und sie die Augen ausgestochen haben. Das ist sowieso ein bisschen witzlos, ehrlich gesagt. Leider ist der Mensch verdammt auf seine Augen angewiesen, der ausgeprägteste Sinn. Und dann stechen sie sich einfach aus. Na kommt, alle zusammen, hier rüber. Die Gaskammerfalle hier wird erstmal nicht hoffentlich wieder anspringen. Nein. Gut, wir sind jetzt... ziemlich... kniet nieder und bereuet! Wendet euch von der Schwäche des Sehens ab. Ja. Das schwört ihr der falschen Macht des Sehens ab und nehmt die heilige Blindheit entgegen. Ich wende mich ab. Was muss also getan werden, um die Dinge in Ordnung zu bringen? Nehmt mir meine verdorbene Sicht, Meister. Reißt mir die Ausäckel und Äpfel und ihre vergiftete Sicht aus dem Leib. Macht mich rein. So sei es, so geschehe es. Wenn eure Beweggründe rein sind, werdet ihr leben. Wenn ihr euch an das verderbte Sehen klammert, werdet ihr sterben. Lasst es geschehen. Sagt euch von eurem Irrglauben. Ah. Kniet nieder und bereuet. Das blicklose Auge ist immer da. Es sieht, dass ihr nicht würdig seid und das Blut zu meinen Füßen beweist es. Hinfort mit ihm. Werft den Körper in die Grube der Ungläubigen. Es soll so sein, wie ihr sagt. Dann ist die Grube in der Richtung. Okay. Egal. Kniet nieder und bereuet. Ja, Pilgerer. Was ist das für eine Grube, bei dir hier steht? Es ist die Grube der Ungläubigen, Pilgerer. Die Unwerten werden dort hinuntergeworfen, um gefressen zu werden. Bewahrt euren Glauben und seid stark für das blicklose Auge. Das Auge ist blind. Ihr, Sasa hat euch geschickt, und den Göttern sei Dank. Ich bin erleichtert, dass er noch am Leben ist. Ich bin Tat. Was soll ich für euch tun? Er hat gesagt, dass ihr ein Geheimweg kennen würdet zu der kleinen Höhle im hinteren Teil des Verstecks des Betrachters. Könnt ihr mir helfen, ihn zu finden? Ihr wollt das Versteck des Betrachters betreten? Nun, ihr müsst in die Grube der Ungläubigen hinabsteigen. Darunter befindet sich ein geheimer Weg zu der kleinen Höhle im Versteck. Ich weiß nicht genau, wo der Gang ist. Nehmt euch von den Kreaturen in Acht, die die Körper der Ungläubigen fressen, die dort hinuntergeworfen werden. Seid ihr euch sicher, dass diese kleine Höhle in dem Versteck sicher ist? Sie sollte sicher sein, meine Fürstin. Es sei denn, das blicklose Auge hält sich gegenwärtig darin auf.
Es plant in Bälde eine große Messe. Wenn ihr euch also beeilt, seid ihr sicher. Ich verstehe. Und ich soll in diese Grube runtergehen. Toller Plan, wirklich. Das baut einen ja richtig. Ja, nicht gerade auf, aber dennoch vielen Dank, Tat. Keine Chance, da gehe ich nicht runter. Toller Plan, wirklich. Es tut mir leid, aber mehr kann ich nicht für euch tun, meine Fürstin. Ich bete für euren Erfolg. Gut, vielen Dank für eure Stützung, Tat. Viel Glück. Ich habe es also als Freund Tat getroffen, der mir erklärt hat, dass ich in die Grube der Ungläubigen hinuntersteigen muss, wenn ich den Weg erreichen will. Der zur Nische führt, in der Betrachter seine Schütze aufbewahrt. Da der Betrachter bald eine große Messe plant, laufe ich vermutlich nicht in Gefahr, auf ihn zu stoßen, während ich die Nische plündere. Tat hat mich jedoch vor den Kreaturen der Grube gewahrt, die sich vor den Körpern der Ungläubigen ernähren, die in die Grube geworfen werden. Ja, zum Glück. Ja gut. Plündertime ist später, wenn hier keine Leute mehr sind oder alle tot sind. Jetzt kommt erstmal die lustige Sache. Nämlich hier unten aufräumen. Okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die Grube über euch ist zu steil, um wieder hinaufzuklettern. Unten liegen die Überreste zahlreicher Leichen mit sauber abgenagten Knochen. Na ja, gut. Wenn die Schmatzer hier alles sind, was bedrohlich sein soll, dann... Hat das etwa weh? Was kann ich tun? Dann habe ich jetzt nicht gerade sonderlich viel Angst. Vor allem, wenn ich sie auf diese Weise noch ein bisschen schwächen kann. So, ja, Hira, heil dich mal. Ja, dann am besten alle mal ein bisschen, ja, Hira. Bis Minsk wieder aufgetaut ist. So, wir warten darauf, dass Minsk auftaut. Er ist aufgetaut, gut. Hi, Zombie. Was ist das? Lebt ihr hier? Ich muss es dem Bürgermeister sagen. Okay. Das primitive Gebäude hängt gefährlich über dem drohenden Abgrund. Jo, noch mehr Mumien, noch mehr Ghule. Spürt die harte Gerechtigkeit. Komm, beschleunigen wir das Ganze mal. So, nur noch eine übrig. So. Ich warte. Wir können mal dem Bürgermeister hier Hallo sagen, wenn die Zombies hier schon reden. Keine große Hand.
Also wirklich ein freundlicher Empfang war das schon mal nicht. Ja.